weil sie gerade die Tasse hochgeschoben haben. Gut, wir sind in der Stochastik bei der Problematik bedingte Wahrscheinlichkeit. Den ersten Part übernimmt mal die Samira. Vom Ziehen ohne Zurücklegen ist bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit für den zweiten Zug vom Ergebnis des ersten Zuges abhängt. Ebenso ändert sich die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses B, wenn eine zusätzliche Information, zum Beispiel Ereignis A, erhalten wird. Dies ist die bedingte Wahrscheinlichkeit. Ja, danke. Es gibt zwei Schreibweisen. Die eine Schreibweise ist die, man liest P von B unter der Bedingung A, also die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A. Oder eine zweite Schreibweise wäre P von B und dann so ein Backslash A. Das wird auch gelesen, die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A. Okay? Jetzt gehen wir hier ein bisschen weiter rüber. Wir haben das Ganze mal als Teilbaum angegeben. Wir haben hier die Wahrscheinlichkeit von A, also kommen wir zum Ereignis A. Und wir betrachten jetzt B unter der Bedingung A. Dann muss ich also den Pfad mit dem multiplizieren, um auf die bedingte Wahrscheinlichkeit zu kommen. Ja? Das Ergebnis, nochmal zurück, das Ergebnis der Pfadmultiplikation ist P von A geschnitten mit B, also P von A und B. So. Dann ist doch P von A geschnitten B gleich P von A, hier haben wir es, mal P von B unter der Bedingung A. Und jetzt dividieren wir die Gleichung durch P von A, dann erhalten wir eine Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Nämlich P von B unter der Bedingung A ist gleich P von A geschnitten B durch P von A. Das ist die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Und ich muss nur immer sehen, was ist denn P von A geschnitten B. Also das ist immer A und B. Ein Beispiel sah folgendermaßen aus. Gegeben ist ein Baumdiagramm hier mit den werden A nicht A, dann B nicht B, die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, das wäre dann P von A, 0,6, das wäre dann die Wahrscheinlichkeit P von B unter der Bedingung A mit 0,8 oder P von A geschnitten B. Die ganzen Wahrscheinlichkeiten stehen da dran. Die Kamera schaut sich das mal genau an. Dann stellen wir mal die Wahrscheinlichkeiten dar. P von B unter der Bedingung A. Das wäre also P von A geschnitten B durch P von A. P von A geschnitten mit B ist aber 0,6 mal 0,8. Das sind 0,48 und P von A war 0,6. Sodass wir auf einen Wert von 0,8 kommen. Dann könnte man die Wahrscheinlichkeiten angeben von P von B unter der Bedingung A quer. Da müsste ich also hier hingehen. Da sind wir bei P von B unter der Bedingung A quer. Das wäre dann also 0,4 mal 0,25 ist 0,1 durch 0,4. Dann kommen wir auf den Wert 0,25. Und die anderen Wahrscheinlichkeiten sind gegeben. Die Kamera spielt sich das auch nochmal an. Kann jeder mal ablesen. Denn wir wollen noch ein zweites Beispiel betrachten. Da gehen wir jetzt mit der Kamera hier rüber. Da heißt es, ein Tetraeder wird als Spielwürfel benutzt. Die unten liegende Seite soll gelten, Holger. Drei Seiten mit den Zahlen 1, 2 und 3 sind weiß. Die vierte Seite habe die Zahl allerdings 5, die soll rot sein.
Und der Tetraeder kommt mit folgenden Wahrscheinlichkeiten auf einer Zahl zum Liegen. Die haben wir ja angegeben. Die 1 mit 0,3, die 2 mit 0,2, die 3 wieder mit 0,3 und die 5 mit 0,2. Ein Beispiel für ein Tetraeder haben wir etwa mal hier skizziert. Wir fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für die Zahl 1, wenn wir wissen, dass der Tetraeder auf einer ungeraden Zahl liegt. Ungerade wären die Zahlen 1, hier wäre, was hätten wir noch, 3 und 5, ne? Ja, aha, das hatten wir noch nicht genommen. Jetzt gehen wir, glaube ich, hier nochmal rüber. So. Dann haben wir das Ergebnis, soll sein weiße Seite und die Zahl 1. Und die Bedingung ist eine weiße Seite. Die Wahrscheinlichkeit für weiß und 1 ist 0,3. Die Wahrscheinlichkeit für weiß wäre dann die Summe dieser drei, also 0,3 plus 0,2 plus 0,3, das sind 0,8. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit von 1 unter der Bedingung weiß, P von W geschnitten 1 durch P von W, und das ist 0,3 durch 0,8, und das liefert uns einen Wert von 0,375, und das sind 37,5%. Ganz kurz noch, wir haben dann noch ein weiteres Beispiel betrachtet, das etwa so aussah: Wir haben eine Gruppe von Schülern, da wissen wir, 15% aus dieser Gruppe sollen rothaarig sein, und also rothaarige Mädchen, und der Anteil der Mädchen ist 60%, und jetzt könnte man wiederum die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen, die darin besteht, dass wir fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir zufällig ein rothaariges Mädchen treffen. Also dann würde das bedeuten, Mädchen unter der Bedingung rothaarig. Das haben wir gerechnet, müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Machen wir das nächste Mal. Okay.